Noch bis an der Woche spielt das Instrument Taproll am Stadter Konservatoire. Das ist Marimba, der sicherlich zu den immer noch bekannten Perkussionsinstrumenten gehört. Da führt Frau und Marimba-Professorin, worum es handelt sich hier überhaupt genie. Das ist ein fantastisches Instrument. Die Standard-Marimba mittlerweile hat 5 Oktaven. Das ist ja schon fast ein Klavier. Man kann sehr viel drauf spielen. Und der Ton ist unverwechselbar. Der Ton ist wunderbar weich und warm. Ich denke, wenn man einmal Marimba gehört hat, dann kommt man immer wieder. Katarzyna Mitschka ist eine weltbekannte Marimba-Solistin, erlebt die Internationale Marimba-Akademie, die das Jahr an ihrer 6. Edition zu Lützeburg aufgehalten hat. 32 Studenten arbeiten über eine Woche intensiv mit 6 renommierten Marimba-Professoren. Marimba-Akademie entstand vor genau 10 Jahren. Das war die erste Edition. Jetzt sind wir mittlerweile in der 6. Es geht darum, eine Gruppe von Studenten, genau 32 Leute, wirklich intensiv zu betreuen. Mit Individualunterricht, auch mit Kammermusikproben, mit Kontakten zu anderen Musikern, zu Saxophonisten, zu Flötisten. Und so soll jeder, der in Marimba interessiert ist, eine Chance haben, einfach mit dem Instrument viele Möglichkeiten auszuprobieren. Marimba-Studenten sind froh, Teil von der renommierten Akademie können zu sein. Ein Athener sagt Antonio aus Venezuela, Marimba ist sein Instrument. Ich glaube, das ist eine Gefühlssache. Als ich das erste Mal ein Marimba von gehört habe, bin ich verliebt gewesen. Einfach war so. So ein schöner Klang und alles. Es war etwas, die, weiß nicht, hat was in mir bewegt. Nach die ganze Woche über kann ich übrigens am Kader von der Akademie auch Marimba-Konzerte an der Konservatoire lauschen gehen. Informationen gibt es auf www.cml.lu.